Bro, lass uns gehen. Peach braucht wieder Hilfe. Hopp, komm. Wohin willst du gehen? Prinzessin retten, Digga. Ich hab doch gesagt, die Lage ist ernst. Let's go. Die Sache ist ernst. Ja? Was ist los, Mario? Was los ist? Die Sache ist wohl eher, was nicht los ist. Peach wird jedes Mal, immer wieder von derselben Scheiß-Schildkröte entführt. Was willst du damit sagen, Mario? Nach der letzten Befreiung habe ich sie gefragt. Wie schaffst du es, jedes Mal vom selben Hurensohn entführt zu werden? Immer von derselben Scheiß-Schildkröte, Luigi. Derselbe Schildkrötenbastard. Jedes verdammte Mal. Weißt du, was sie gesagt hat? Ich kann nichts dafür. Sie sind stärker als ich. Was ist daran so falsch? Als du noch nicht einmal auf der Welt warst, wurde sie von einem beschissenen Affen entführt, Luigi. Von einem Affen. Und weißt du, was sie gesagt hat? Er ist an die Seite gefahren und hat gesagt, dass er Süßigkeiten im Kofferraum hat. Bitch, wie alt bist du? 7? Wer fällt auf sowas rein? Egal, Digga, wir müssen sie trotzdem retten. Warum soll ich diese Dreckshure retten, Luigi? Das letzte Mal, als ich sie gerettet habe, hat sie mir einen Kuss auf die Wange gegeben. Statt einem Deep Throat gibt sie mir einen Kuss auf die Wange. Statt meine Eier zu lecken, gibt sie mir einen Kuss auf die Wange. Ich rette ihr Leben 20.000 Mal. Und sie schluckt einfach nicht. Sorry, Bro. Nicht mit mir. Nicht mit dir? Dann gehe ich halt alleine. Alleine? Ich schaff das auch ohne dich. Ohne mich? Ja, ohne dich! Ohne mich überlebst du keine 10 Minuten da draußen. Du stellst dich wieder über mich. Warum solltest du länger da draußen überleben als ich? Sag mir das! Du wirst immer der Jüngere bleiben. Immer der Schwächere. Immer Spieler 2. Irgendwann wirst du von uns gehen und nur als Marios Bruder in die Geschichte eingehen. Du existierst nicht alleine! Du bist nichts ohne mich! Verstehst du? Nein! Du wirst immer der verfickte zweite Spieler bleiben. Nein! Es heißt Super Mario! Super Mario! Brothers! Super Mario Brothers! Guck dich doch mal an! Schau dich nur an, Luigi. Wo ist deine Mütze? Wo ist dein Stolz? Du hast jegliche Farbe verloren in deiner Kleidung und in deinem scheiß Gesicht. Du bist nur noch einer von vielen. Du wirst nie wieder der sein, der du einmal warst. Du bist drogenabhängig, Luigi. Du hast ein Problem. Wer nimmt deine Intaktpilze? Wer? Wage es nicht, deinen älteren Bruder so anzuschreien. Wo ist dein Respekt geblieben? Du ehrenloses Stück Scheiße, wagst dich hier so aufzuspielen? Wer bist du? So wird es also enden. Ich liebe dich, Bruder. Aber das werde ich dir nie wieder verzeihen. Mein ganzes Leben lang habe ich in deinem Schatten gelebt. Ich habe nur neben dir existiert und ich habe es akzeptiert, verdammt. Hörst du? Bete zu Gott, dass du triffst. Sonst werde ich dich treffen. Jeden verfickten Tag habe ich aus Respekt vor dir nichts gesagt! Kein einziges verdammtes Wort. Und jetzt nennst du mich ehrenlos? Deinen eigenen Bruder! Was würde Mama dazu sagen? Unsere Eltern sind tot, Luigi! Tot! Und wer hat für dich gesorgt, als sie nicht mehr da waren? Wer? Ich. Ich habe auf dich aufgepasst. Ich habe dir gezeigt, wie man sich da draußen verteidigt. Ich habe dir fucking Daisy klargemacht. Ich
hab dein Scheißleben geschrieben. Du hast ein Problem mit dir selbst, Bruder. Ist das so, ja? Geht das also alles so zu Ende?